Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge Cardigan Chloe. Ich werde jetzt mal den Traktor austauschen. Vielleicht lag es daran, dass das nicht richtig mit Outrive klargekommen ist. Und dann schließt man nicht aus. Ich sehe gerade hier vorne ein bisschen Ferguson, die kann man gleich nehmen. Der ist gerade günstig hier vorne. Und der passt ja auch gut durch den Kuhstall. Den fahren wir jetzt hoch. Hab hier das gleiche Problem mit dem Lenkrad. Weiß nicht genau, wo das liegt. Ist halt so. Aber, na gut. Ich werde mit klarkommen müssen. So. Radarmilchwagen. Ich habe nämlich sehr viel Milch da, den muss man irgendwie verwerten. Dann will wir fahren zum globalen Markt. Dann nehmen wir es in Thüringen oder wir müssen das entsprechend hier verkaufen. So, beladen, auf, hier abladen, beladen Lager, beladen, beladen, auffüllen Milchkuhstall, abladen. Und abladen, globaler Marktgetreide. Nee, B-Lan. B-Lan macht das immer. B-Lan, B-Lan, auffüllen, nee, gut soll. Abladenlager. Achso, da ist ja, achso. Natürlich Milch. Na los. Ob es klappt, werdet gleich sehen. Es ging ja darum, dass er nicht beladen hat. Fährt so lang? Ja gut, okay. Mal schauen, ne? Dann testen wir ganz kurz. Und wenn das klappt, können wir uns um andere Sachen kümmern. Fahrzeuge schon mal aufs Feld fahren, falls der Umzug dann schnell kommen soll. Ja, mal schauen. Also bin noch nicht ganz. Ja. Aber die Karte ist noch nicht da, ist noch nicht fertig. Und wann die kommt, das weiß ich nicht. Und deswegen muss ich mal schauen. Müssen wir improvisieren, sagen wir so. Denn wenn ich jetzt Felder bestelle, dann ist es nachher, ne? Dann beeilen. Kuhstall ist da. Ich will mal hier vorne mal zugehen, ne? Denk vor, da brauchen sie keins, sollen wir da mal gucken. Ja. Nö. Aber wir müssen umstallen, also sowieso. Wir haben wieder viele Kälber. So, mal schauen, wo hier reinkommt. Müsste mal vor den müsste weg, den Müll wegnehmen, da was da das wieder rumliegt, damit der ganze etwas störend für gut geht mal clever auf, das ist gut. Da passt er ja gerade so durch. Oh, das funktioniert. Lach am Traktor. Gut. Wir waren mal ein bisschen hier aufputzen. Dann werden wir gleich alles putzen, ne? Also komplett. Jeden Stall mal sauber machen. Ich denke mal, das ist ein Vorteil. So.
Wir haben nicht sehr viel Milch hier drin im Stall. Das wäre doch sicherlich ein Vorteil, wenn wir die auch nutzen würden. Ne? Und hier haben wir zwar jetzt aktuell genug Geld, werden wir auch brauchen sicherlich irgendwann. Ne? Auch immer Geld. Aber wie gesagt, ich möchte ja später die Kühe mitnehmen im Umzug. Und ja, wie es genau geht, das weiß ich nur gedanklich schon, ne? Dass sie irgendwo gespeichert sind in einer Autosave-Datei, also in einer Speicherdatei. Und muss das mal sehen, was ich hinkriege. Aber ich brauche eine neue Karte, sonst wollte ich gar nicht lange überlegen. Kannst du mal testen. Mit einem neuen Spielstand. Aber das wäre nur ein Test, ne? Ich möchte ja gerne die Fahrzeuge mitnehmen. Da muss ich mal reingucken, wo die stehen. Und dann entsprechend alles kopieren und mit einfügen, ne? Ob das dann funktioniert, das weiß ich nicht. Fahrzeuge werden nicht ganz so dramatisch. Gerade fällt Regen. Gott sei Dank haben wir unsere Erde geschafft, ich Stroh alles drin. Hier ist schon ganz schön viel. So, mal gleich mal die BGH füttern, ne? Hier ist der mit Silage. Der kann auch losfahren. Fällt mir gerade so ein. 95 Meter ist okay. So. Der Kollege fährt auch. Weil ich muss ein bisschen mal schauen, was jetzt alles dran ist, was zu machen ist, weil die Aufnahmen sind ja wieder mal mittlerweile wieder eine Woche her. Und da muss ich mal gucken. Ich weiß nur, die Ernte ist fertig. Im Grunde müssen wir warten, bis das Mais reif wird. Da stehen die Drescher bereit. Mit Maisgebiss. Die muss ich bei Gelegenheit nochmal zumindest durchchecken, ob die alle repariert werden müssen. Ich glaube schon. Zumindest Fahrzeuge. Und das Schneidwerk für Getreide muss ich entsprechend wegrollen. So, die Kühe schon mal sauber. Aktuell das Lager ist schon mal leer gefahren. Ich habe auch noch Heu. Das Heu kann auch noch im globalen Markt eingefahren werden. So. Das wäre geputzt. Mal gucken, ob wir noch ein Lager da haben und was verkaufen können. Eigentlich die Milch. Ob das geht, weiß ich gar nicht. Ja. Das geht jetzt nicht, aber gut. Liegt daran, dass Autoreif gerade fährt. Wir sind irgendwo belegt. Ne? Gute Frage. Okay. Da sind die Traktoren dran und hier ist der. Ich werde mal Heu rausholen aus dem Lager, aus dem Heulager und das dann hier reinfahren. Oder ich fahre Heu in die Mischfabrik, um da alles zu verarbeiten. Mal schauen. Ja, das Blöde ist jetzt, das R geht nicht, ne? Ja, gut, vielleicht geht's hier. Doch, wie geht's? Fahr mal eine Fuhre Heu in Mischfutterfabrik und dann schauen wir gleich mal bei Gelegenheit, dass wir da
wie viel drin ist, die wir noch überhaupt brauchen. Ne? Ich möchte ja gerne noch das ganze Material, was drin ist, verarbeiten. Richtung Mischfutter. Und das Mischfutter dann entsprechend, was zum Schluss ist, Richtung globalen Markt zu fahren, damit wir hier kein Futter mitnehmen müssen. Ne? Wird mit den Maschinen und Kühen eh kompliziert genug. Müssen wir, oder muss ich ja nicht den Augenblick noch andere Sachen mitnehmen zu wollen. Also schau mal, was wir hier an Sachen reinkriegen. So, was steht hier Schönes? Heu ist fast alle, okay. Ich müsste im Grunde, ja. Stroh und Silage ist zu 25%, kann jeder sehen. Das Heu müsste eigentlich komplett voll, mindestens, um die Silage zu verarbeiten. Also mindestens voll, also voll, voll auf jeden Fall. Das kann nicht schaden, ne? Dann haben wir 100% und dann haben wir, müsste eigentlich fast alles verarbeiten. Ein bisschen wird nochmal nachfahren müssen. Und dann haben wir erstmal genug Futter. Ja, in der Regel macht man die Fahrzeuge sauber, das ist ganz praktisch. Zumindest die jetzt nicht mehr mit Dach und Fach stehen. Günstig, also die 3-Meter-Rutter. Die kann man eher reparieren, warten und für die Ernte vorbereiten. Mais ist noch nicht reif. Oder Balkon, aber das Problem ist, wie gesagt, dass es nass ist. Ne? Nass ist ungünstig. Ups, verkehrt. Aber kein Problem. Wird nicht runtergefahren. Naja, gut. Wenn wir alles raus haben, dann werden wir auch entsprechend alles verarbeitet haben. Und der Rest vom Lager geht dann ins im globalen Markt. Und werde ich entsprechend dann auf der Marsch verarbeiten. Und bei Bedarf, wenn ich hier neu starte, mit einer neuen Karte, also alles neu, dann brauche ich anfangs Futter und dann macht sich ganz gut. Dann können wir gleich Mischfutter also herbringen lassen. Ne? Ist ja an sich kein Problem. Das ist das kleinere Problem, also Futter überzubringen. Ne? Und da werden wir sehen, vielleicht werde ich auch auf Hof 1 beginnen und Hof 3 nicht mehr betreiben, aber mal sehen. Bin mir auch nicht ganz sicher. Aber hier ist ja alles Wiese normalerweise. Das ist ja nachher nicht mehr so, ne? Leider. Da ist ja hier alles mehr oder weniger mit Terraforming also angeglichen worden am Hof. Und das kriege ich auch nicht mehr so hin. Ich werde die Lager einfach nutzen, die jetzt vorhanden sind. Und die Lager gucken wir ja auch. Das große da vorne für Getreide und so. Und für Gras, Heu und so ist links auf der linken Seite die Halle. Ist auch ein Lager. Die Heutrocknung, ja, das ist alles ein ebenes, also vom Gelände her ist es eigentlich ungünstig zu bauen. Ne? Ja, ich wollte auch hier Dings haben. Ne? Heu. Heu bitte, heu heu. Gib mir Heu. So, da geht los schon. Wege habe beliefert. Na, das ist voll typisch. Gibt's doch gar nicht.
Stimmt, da war ja was. Natürlich keinen Platz machen, das gibt's gar nicht. Also. Gegenverkehr. Muss ich mir noch einer. Noch die andere Richtung nehmen. Na. Wer hat denn da den Pfahl hingesetzt? Müssen wir anders fahren jetzt mal. Dieselbe Richtung, also nicht im Gegenverkehr fahren, ne? Ja, so ein Sauwetter. Aber da hatten wir echt Glück gehabt mit der Ernte. Auch mit dem Pachtfeld. Das war ganz gut. Das hat richtig gut geklappt. Aber die Vorhersage, glaube ich, ist nicht so gut. Die ist bescheiden, glaube ich, jetzt hier. War viel Regen. Also mit Mais sehe ich schwarz. In Anführungszeichen. Wahrscheinlich werde ich alles zur Silage machen können und müssen. Das Fenster wird nicht reichen trocknen und hier können wir nur hoffen, dass Winter, ne? Ja, mal schauen, was da möglich ist, ne? Ich wollte die Anrechnung nehmen. Weil ja, ich war schon richtig Richtung, ne? Dann muss ich so fahren. Muss nur die andere Tür, also von hinten rangehen jetzt. Ne? Also, sonst haben wir wieder ein Problem. Anführungszeichen. Problemchen. So, Zuschauer, das soll es auch dann für heute schon gewesen sein. Das war mein Start für die neue Folge, für Roter. Ich wünsche euch allen einen schönen Wochenstart. Auf Jedi bitte. Nach Möglichkeit fleißig liken und mal einen kleinen Kommentar da lassen. Warum? Es geht für den Algorithmus von YouTube, dass ich für andere mal vorgeschlagen werde. Also da könntet ihr mir dabei sehr helfen. Wäre sehr dankbar für. Dann noch tschüss und ciao, ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es hier weiter in Thüringen. Mit Heu und mit Silage und mit allem möglichen. Ne? Tschüss.